Das Thema ist Imagination und Politik. Von der Krise der politischen Imagination zu einer neuen politischen Gestaltungskraft. Der Vortrag hat 6 Teile. Ich beginne mit einer historischen Frage. Wieso haben wir 4 Jahrzehnte Bewusstheit über die Klimaproblematik und warum ist nichts passiert? Zweitens, wie können wir diese 4 verlorenen Jahrzehnte, die vielleicht entscheidend schon waren, verstehen? Das dritte ist die Frage, was ist eine liberale Politik? Ich möchte hier idealtypisch 2 Politikformen gegenüberstellen und möchte zeigen, dass die herrschende Politikform systematisch von einem Verlust der politischen Fantasie begleitet ist und auch erklären, warum das so ist. Im 5. Teil wird die Frage gestellt, was wäre zu tun? Oder vielleicht passiert dieser Prozess schon, politische Fantasie wieder zu gewinnen? Und die 6. Frage ist, welche Implikationen für politische Überlegungen, für politisches Handeln der Zukunft haben diese Art von Betrachtung, diese Art von Analyse, die ich hier vorlege? Ich beginne mit dem 1. Teil. Im Frühjahr 2020 haben sich 2 Ereignisse überkreuzt. Erstens ein notwendiges, zweitens ein zufälliges. Das notwendige Ereignis waren die Proteste von Fridays for Future, die seit Herbst 2018 im Gang waren, also eine Entwicklung von ungefähr 1,5 Jahren. Warum war das ein notwendiges Ereignis? Seit 4 Jahrzehnten ist bekannt, dass unser Wirtschaftssystem auf Wachstum setzt, dass die Wirtschaftspolitik auf Wachstum gerichtet ist, dass damit die ökologischen Grundlagen erodieren und die Erderwärmung forciert wird. Das heißt, wenn das so ist, muss das irgendwann einmal in die öffentliche Wahrnehmung kommen. Das heißt, es war notwendig, dass irgendwann eine Bewegung entsteht, die sich im ersten Schritt einmal in Protestformen äußert. Die Frage war nur, wenn man das jetzt als Kulturhistoriker in einem großen Abstand betrachtet, wann muss das geschehen? Das hätte vor 10 Jahren sein können, das hätte erst auch in 10 Jahren passieren können. Der unmittelbare Anlass war der Rekordsommer 2018 mit historischen Höchstwerten von Temperaturen in Europa und kurz später ist dann Fridays for Future gestartet. Das zweite Ereignis im Frühjahr 2020 war das Auftreten der Pandemie, des Virus. Das könnte man als ein zufälliges Ereignis beschreiben. Freilich könnte ich das auch als notwendig beschreiben, wenn der Umgang des Menschen mit den Wildtieren immer enger wird, wenn die ökologischen Räume und Nischen schrumpfen, wenn es immer engere Kontakte gibt, dann muss einmal so ein Ereignis passieren. Diese beiden Ereignisse haben sich überkreuzt und bisher haben wir immer gesehen, dass wenn ein neues historisches Großereignis passiert, dass das Thema Erderwärmung aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt wird. Das war bei den Terroranschlägen vom 11.09.2001 der Fall, das war bei der Finanzkrise 2008 der Fall, Staatsschuldenkrise, Eurokrise ab 2010. Das war bei der heftigen Diskussion um die vielen Flüchtlinge in Europa 2015 der Fall, beim Brexit, Trump 2016 und so weiter. Immer ist ein historisches Großereignis passiert und immer ist das Thema Erderwärmung, Klimagefährdung aus der öffentlichen Meinung verschwunden. Diesmal ist das nicht passiert und das ist historisch neu. Es gibt mehrere Meinungsumfragen während der Pandemie, und die haben gezeigt, dass im Sommer und im Herbst 2020 das Thema präsent wird. Viele Meinungsumfragen sagen auch, das hat erste Priorität. Ich möchte nur 3 kurz erwähnen. Pew Research Center in Washington, eines der größten Meinungsumfrageinstitute der Welt, hat im September 2020 eine Umfrage in 14 Ländern der Welt gemacht. Die hat ergeben, dass 70% der Befragten weltweit den Klimawandel als eine große Bedrohung ansehen.
2013 waren das erst 54% und 2016 nach der gleichen Umfrage 61%. Ähnliche Umfragen gibt es von der UNO. Ähnliche Umfragen kenne ich in Österreich aus dem Herbst 2020, wo gesagt wurde, die Klimagefährdung ist viel wichtiger als auch die wirtschaftlichen Folgen aus der Epidemie. Das heißt, was jetzt historisch neu war, das Thema ist erstens nicht verdrängt worden und zweitens die Art, wie die Politik auf die Pandemie, auf das Virus reagiert hat, hat wichtige Argumente für das bisherige Nichtstun faktisch entkräftet. Früher hat es immer geheißen zur Klimafrage, die Politik macht keine großen Entwürfe, die Politik kann schnelle gesetzliche Änderungen nicht durchsetzen, es wird keine Eingriffe in persönliche Freiheitsrechte geben, das kann man nicht machen, kein Land wird so dumm sein, einen Alleingang zu unternehmen, kein Land wird wirtschaftliche Nachteile in Kauf kriegen und gegen die Interessen von wirtschaftlichen Eliten können wir nichts unternehmen. Seit Frühjahr 2020 sind diese Ausreden widerlegt. Für das Nichthandeln gibt es keine Ausreden mehr, meint Christoph Hofinger, mit dem ich laufend im Gespräch bin. Er ist der Leiter eines führenden Meinungsforschungsinstituts in Österreich. Zusätzlich können wir erwähnen, in Deutschland die Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts vom April 2020, in dem das Gericht ganz überraschend mit einem neuen Freiheitsbegriff reagiert hat. Das Gericht hat argumentiert, der Schutz der Freiheitsrechte künftiger Generationen verlangt ein sofortiges staatliches Handeln, um die Erderwärmung zu bekämpfen. Investitionen in den Klimaschutz sind Garantien für die Zukunft, für morgen und vielleicht auch für die Freiheit von morgen. Das ist neu, das ist historisch neu. Das heißt, es könnte sein, dass wir schon in einer Wendezeit sind, dass wir historisch zum ersten Mal in einer Situation sind, wo die Klimafragen ernsthaft angegangen werden. Ich möchte jetzt nicht die Maßnahmen in Deutschland, in Österreich haben wir vor 2 Tagen ein Gesetz beschlossen, auf der EU-Ebene, auch was die neue amerikanische Regierung macht, die Umorientierung der Ziele der EZB. Ich möchte das jetzt nicht kommentieren, das kann man unterschiedlich sehen. Ich möchte unabhängig von diesen Einschätzungen eine historische Frage aufwerfen. Und zwar die historische Frage ist, warum ist so lange nichts geschehen? Seit 3 bis 4 Jahrzehnten verfolgen wir folgende Schleife, die immer wieder abläuft. Erstens, Wissenschaftler veröffentlichen besorgniserregende Befunde. Zweitens, die Politik kündigt an, etwas dagegen zu unternehmen. In der Weltpolitik gibt es in Abständen immer wieder Gipfel. Der Konsens in der Weltpolitik ist, die Erderwärmung auf 1,5 oder 2 Grad Celsius zu beschränken zusätzlich. Drittens, de facto ist fast nichts passiert oder zu wenig passiert. Und viertens, die Wirtschaft warnt, sie bremst, sie stellt Forderungen und im Hintergrund lobbyiert sie dagegen. Das machen große Konzerne immer noch. Der faktische Befund ist, seit Beginn der 80er Jahre ist die Problematik bekannt. Es hat auch schon damals einen Konsens in der amerikanischen Akademie der Wissenschaften gegeben. Seither hat sich die Situation nicht verbessert, sondern verschlechtert. Die Hälfte des CO2, die seit Beginn der industriellen Revolution von Menschen verursacht in die Atmosphäre entlassen worden, ist erst seit Beginn der 80er Jahre gekommen. Das heißt, man hat es gewusst und die faktische Situation hat sich nicht verbessert. Die faktische Situation hat sich deutlich verschlechtert. Für eine nicht zulässige konjunkturale Geschichtsschreibung könnte man sich fragen, wenn man damals schon eine effektive Klimapolitik gemacht hätte, würden wir Global Warming heute gar nicht mehr diskutieren müssen. Das Problem wäre schon wieder beseitigt gewesen.
Das heißt, es hat 4 verlorene Jahrzehnte gegeben. Historisch wird man das vielleicht einmal im Abstand von Jahrhunderten als das dunkle Zeitalter beschreiben. Die Menschheit hat gewusst, was los ist, aber sie hat nichts getan. Und die Frage ist, was hat das verhindert? Die Antwort, die ich gebe, ist, es ist ein systematischer Formwandel der Politik passiert, nämlich die Art, wie die Politik gemacht wird. Und dieser Formwandel hat die politische Fantasie versickern lassen. Der Befund, den ich vorlegen möchte, ist eine Krise der politischen Imagination. Diese Krise hat mit der parteipolitischen Orientierung weniger zu tun. Ich möchte argumentieren, dass die 3 großen politischen Richtungen, nämlich der Konservativismus, zweitens der Liberalismus und drittens die Sozialdemokratie, damit verwickelt sind. Es ist ein gemeinsamer Prozess. Dieser gemeinsame Prozess konstituiert eine Krise der Parteiendemokratie. Und ich möchte jetzt die Ursachen nennen und dann, welche politischen Schlüsse daraus zu ziehen sind. Ich komme zum zweiten Teil, meinen Erklärungsansatz. Wenn Sie mich kennen, wird Sie das nicht überraschen. Es ist die Geschichte des Neoliberalismus, die auch die Politikform verändert hat. Ich möchte diese Geschichte jetzt nicht im Detail erzählen. Ich möchte aber auf den Aspekt des Verlusts der politischen Fantasie aufmerksam machen. Man könnte das neoliberale Projekt beschreiben als ein Projekt zur Beendigung der politischen Fantasie und man könnte die Geschichte des Neoliberalismus beschreiben als fortschreitender Verlust der politischen Imaginationskraft. Die zentrale Frage ist, ob das rückgängig gemacht werden kann. Realistisch ist es nicht, weil die realistische Prognose ist immer, es bleibt so, wie es ist. Dazu müssen sich herrschenden Denkformen ändern und damit müssen vermutlich auch herrschende Eliten in der Politik und Wirtschaft durch andere Eliten ersetzt werden. Die Begründung für diese These möchte ich in einer idealtypischen Gegenüberstellung machen. Und zwar möchte ich eine historische Phaseneinteilung machen, die natürlich als solche bestreitbar ist und indem es in der Theorie der Geschichtswissenschaften natürlich heftige Debatten gibt. Ich möchte es vereinfacht machen. Ich möchte eine keynesianische Phase von einer neoliberalen Phase in der Politik unterscheiden und möchte zeigen, welche Art von Politikverständnis ist in diesen beiden Phasen enthalten. Das System, das wir hatten im globalen Kapitalismus nach 1945, das System von Bretton Woods, wird von mir als keynesianische Weltordnung interpretiert. Es ist ein liberales System. Keynes startet ein liberales Reformprojekt. Er will den Kapitalismus retten. Bis in die 70er Jahre ist das dominant. Anfang der 70er Jahre sagt zum Beispiel der konservative US-Präsident Richard Nixon, we are all Keynesians now. Nixon zeigt dann Anfang der 70er Jahre dieses Übergangsphänomens. Auf der anderen Seite beendet er das System von Bretton Woods. Und Ende der 70er Jahre ist dann sozusagen ein Umschwung in der Politik, auch in passiert. Die Periode für Deutschland festzulegen ist relativ komplex. Wir haben in unserem Buch Netzwerke des Marktes eine kurze Skizze dazu geliefert, in welcher Weise wir die Ordoliberalen einzuschätzen haben oder was wir auch gestern beim Film kurz diskutiert haben, was heißt soziale Marktwirtschaft. Ich möchte das aber jetzt übergehen und komme zum dritten Teil. Was ist eine liberale Politik? Keynes ist ein liberaler Ökonom. Sein Hauptwerk, die General Theory von 1936, ist ein Versuch, auf die Weltwirtschaftskrise ab 1929 eine Antwort zu geben. Keynes entwickelt eine
ein Bild des Kapitalismus als Unternehmerökonomie. Die Herrschenden, die aktiven Kräfte sind für ihn Banker, Bankerinnen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Spekulanten, Spekulantinnen. Er unterscheidet zwischen aktiven Investoren und passiven Investoren, die nur von Zinszahlungen und Dividenden leben. Die zentrale Systemaussage bei Keynes ist eine fundamentale Unsicherheit für Realinvestitionen und für Finanzinvestitionen. Er hat es am Begriff Erwartungen aufgehängt. Wenn ein Schock kommt, wie zum Beispiel die Pandemie, wenn ein Schock kommt, wie die Weltwirtschaftskrise, dann können die Erwartungen auch divergent ablaufen. Und er sagt, es können auch Situationen entstehen, wo die Krise persistent ist, wo das System, das privatwirtschaftliche System aus sich selbst heraus nicht die Kraft hat, diese Krise zu verändern. Keynes ist ein Reformer. Er möchte den Kapitalismus reformieren. Und sein Politikkonzept möchte ich jetzt ganz kurz mit diesem Schaubild, ist das jetzt ist das groß genug? Wunderbar. Kann man sehen, mit diesem Schaubild skizzieren. Das heißt, es geht um die Frage, wie positioniert Keynes die Stellung von Politik zur Wirtschaft? Bei Keynes gibt es eine ganz klare Hierarchie, nämlich die Gesellschaft dominiert die Politik und die Politik dominiert die Wirtschaft. Die Kreise sind so zu lesen, dass sie eine Hülle um einen anderen Bereich sind und die äußeren Kreise dominieren die inneren Kreise. So ist dieses Schaubild gemeint. Keynes sagt, die Gesellschaft hat zum Beispiel das Anliegen einer Vollbeschäftigung und im Hintergrund ist natürlich eine demokratische Gesellschaft. Durch Wahlen, durch Demokratie hat sie eine politische Forderung. Die politische Forderung ist Vollbeschäftigung. Die politische Forderung könnte auch sein, ökologisch verträgliche Zustände. Es gibt auch mehrere kurze Passagen bei Keynes, in dem er ökologische Fragen aufwirft, aber nicht systematisch entwickelt. Und das hat die Politik umzusetzen. Die Politik hat Priorität vor der Wirtschaft. Man könnte sagen, sein Konzept ist, der Politik einen Beobachtungsraum, eine Position oberhalb der Wirtschaft zu geben. Und von dieser Position aus kann sie auch gegen kurzfristige Interessen der Wirtschaft oder auch spezifische Brancheninteressen eigenständig mit einer eigenen politischen Fantasie auszugehen. Und in diesem Rahmen ist ja dann später der Sozial- und Wohlfahrtsstaat ausgebaut worden. Und wenn man die Konstruktionsprinzipien des Systems von Bretton Woods ansieht, dann war das genau sozusagen das Designmoment. Und dieses Designmoment ist ja dann durch die Globalisierung ab den 1990er Jahren in das Gegenteil verdreht worden. Das Designmoment im Bretton Woods-System war, eine globale, stabile Handelsordnung zu errichten, der den nationalen Politiken, und zwar sowohl der nationalen Fiskalpolitik als auch der nationalen Geldpolitik, einen eigenständigen Entwicklungsraum gibt und aus dem sind dann diese 25 oder über 20 guten Jahre entwickelt, wo zum Beispiel effektive Entwicklungspolitiken in zum Beispiel in Lateinamerika passiert sind, indem die Weltbank als Institution, die im Bretton Woods-Vertrag gegründet worden ist, effektive Entwicklungsprogramme gemacht hat und so weiter. Im Vertrag von Bretton Woods war noch eine Instanz vorgesehen, die heutzutage in Vergessenheit geraten ist. Und zwar im Vertrag von Bretton Woods steht drinnen, neben Weltbank und Währungsfonds soll es auch eine internationale Handelsorganisation geben. Das war vorgesehen.
die Internationale Handelsorganisation wäre so ähnlich, hätte so ähnlich funktionieren sollen wie der Sicherheitsrat in der UNO. Das heißt, es hätte ein oberstes politisches Gremium geben sollen, das die Belange des internationalen Handels als politischen Prozess, als politischen Rahmen festlegt. Und wenn immer neue Entwicklungen kommen, neue Konstellationen, dass in diesem Rahmen mit genau vorgelegten Abstimmungsrechten, dass hier debattiert werden soll. Das war das Konstruktionsprinzip im Bretton Woods-System. Zu dieser internationalen Handelsorganisation ist es niemals gekommen. Die US-Republikaner legen sich quer und heute weiß man, im Hintergrund sind über die internationalen Handelskammern haben hier neoliberale Netzwerke sehr, sehr erfolgreich interveniert und Ende der 40er Jahre versandet das irgendwie und gerät dann später und relativ rasch aus dem politischen Bewusstsein. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hat das System von Bretton Woods viele, viele strukturelle Mängel. Es ist dysfunktional geworden. Nixon löst das ungefähr 72, also das geht schrittweise auf. Und was er aber nicht macht, und das zeigt schon auch einen gewissen Meinungsumschwung, ist, er beendet das einseitig, aber den ursprünglichen Rahmen, nämlich als eine politische Konstellation, das macht er nicht. Also er hätte auch Folgendes machen können. Er hätte sagen können, wir brauchen eine neue Konferenz von Bretton Woods, Bretton Woods II, und müssen sagen, angesichts dieser strukturellen Problematik, der Dollar als Weltleitwährung, die Goldbindung war nicht mehr haltbar und. Es hat viele Probleme gegeben, ist das System nicht mehr haltbar. Das ist nicht passiert. Es ist einseitig beendet worden. Die Folge war eine strukturelle Krise oder eine Mitbeschleunigung einer strukturellen Krise des Wirtschaftssystems in den 70er Jahren. Der Dollar hat abgewertet, das kennen Sie, eine große Krise Ende der 70er Jahre mit hoher Inflation, die angeheizt wird, Volkerschock und so weiter. Und Ende der 70er Jahre kommt es dann zu dieser sogenannten neoliberalen Wende, und zwar interessanterweise gleichzeitig in den USA und in Großbritannien. Das Schicksal der USA und Großbritannien ist für den globalen Kapitalismus entscheidend, weil das sind immer noch die Kernländer des Kapitalismus. Natürlich ist jetzt China dazu gekommen. Die Machtzentren oder die Machtkerne dieses Systems sind immer noch Wall Street, die das American Empire nach 1945 gemanagt hat, und die City of London, die das alte britische Empire, das dann in den 50er, 60er Jahren dann sich auflöst, passiert. Und in diesen beiden Ländern kommt es relativ zeitgleich mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan zu einem Umschwung. Thatcher reagiert von 79 bis 90, Reagan von 81 bis 89. Und beide haben unterschiedliche, aber beide haben eine Politikkonzeption in Kritik des Keynesianismus ganz, ganz deutlich. Ronald Reagan sagt, Government is not the solution to our problem, government is the problem. Der Staat ist das Problem, das heißt diese neoliberale Gegenüberstellung Wirtschaft und Staat, die wird jetzt sozusagen offizielle Politikform, und der Slogan von Ronald Reagan war Starving the Beast, das Biest zu zähmen, und mit dem Biest war gemeint der Staat mit seinen Ausgaben und spezifisch mit seinen Sozialausgaben. Das war die Ideologie. In dieser Ideologie macht er dann Steuersenkung für die Reichen. Die Staatsausgaben insgesamt sind erhöht worden, vor allen Dingen für die Rüstung, und das Budgetdefizit ist ja dann explodiert. Zentral für Reagan war, dass hier jetzt die Arbeitsweise der Washington-Institute, Weltbank und Internationalen Währungsfonds im Kern verändert wurde,
Und diese beiden großen Institutionen werden jetzt Instrumente für eine Neoliberalisierung der Welt. Und 1989 spricht man dann zusammenfassend vom Washington-Konsens. 1989 ist auch der Kollaps des Staatssozialismus, eine Wendezeit. Diese Wendezeit wurde nicht genutzt, um eine politische Grundsatzdebatte zu entfachen, nämlich welche Art von Globalisierung wollen wir in dieser welthistorischen neuen Konstellation? Wer dominiert? Wer sollen die großen globalen Player sein? Welchen Rahmen hat die Politik dabei? Wie soll die Global Governance funktionieren? Und das kann man so erklären, oder das ist sozusagen in meinem Verständnis, ist der Neoliberalismus als Denkform der Politik war fest etabliert. Es war ganz selbstverständlich, dass wir diese Sachen, dass wir diese Fragen nicht diskutieren müssen oder zu brauchen, weil sie schon entschieden sind. Fukuyama hat ja 1989 vom Ende der Geschichte geschrieben, und Ende der Geschichte heißt auch Ende der politischen Fantasie. Die Politik braucht nicht über strukturelle Mängel, die Politik braucht nicht mehr über alternative Fragestellungen nachdenken. Und in dieser Konstellation war ganz, ganz klar, die ökologische Frage spielt überhaupt keine Rolle. Wie schaut jetzt das Governance in diesem Regime aus? Vereinfacht könnte man das jetzt so beschreiben. Die Globalisierung ab den 1980er Jahren oder vermehrt dann ab den 1990er Jahren, ja, hat ein bestimmtes Konzept, als ob man die einzelnen Staaten zweiteilen könnte. Also A, B, C, D, das sollen sozusagen einzelne Staaten beschreiben, als ob diese Staaten zwei Ebenen hätten. Die übergeordnete Ebene wäre eine Ebene von Wirtschaft, und die untergeordnete Ebene ist eine Ebene von Politik. Die übergeordnete Ebene ist die Ebene der Rohstoffe, der Eigentumstitel, der Handelsrechte, der globalen Vermögen, der globalen Finanzmärkte. Das soll so quasi ungehindert von der nationalen Politik ablaufen, auch die zentralen Institutionen, die das handeln, und die hauptsächlich ein Rechtssystem, also das wird hauptsächlich rechtlich geregelt, und die untergeordnete Ebene ist der Raum der nationalen Politiken. Und das ist auch das Konzept, die Demokratie wird nicht abgelehnt, aber die Demokratie wird gezähmt, dass sozusagen das in diesem globalen Markt passieren kann. Interessanterweise, wenn man sich die Frage stellt, ja, wie kommt es zu dieser Art von Konzept, das damals durchgesetzt, aber nicht diskutiert wurde, dann kommt man auf Überlegungen, die diese kleinen neoliberalen Netzwerke in den 30er, in den 30er und in den 40er Jahren hauptsächlich um ein Institut in Genf anstellen, wo genau dieser Gedanke war, wie können wir die Welt praktisch in zwei Teile, in zwei Scheiben zerschneiden. Das Politikkonzept in diesem Rahmen ist klar. Ja? Und also hier noch einmal links die keynesianische Konzeption und rechts dann die neoliberale Konzeption, wie sie sich in diesem Zeitalter der Globalisierung reflektiert. Wirtschaft und Politik dreht sich jetzt um. Die Politik ist der Diener der Wirtschaft, der Globalisierung, und der zentrale Begriff ist Markt und der zentrale Begriff ist Ordnung. Das heißt, der Markt oder der globale Markt, die Globalisierung, also so ein homogener Prozess mit irgendwelchen homogenen Regeln, wird der übergeordnete Prozess, und die Politik soll sich diesem übergeordneten Prozess unterwerfen,
Das heißt, es ist ein Politikkonzept, den Aktionsraum der Politik zu beschränken. Es ist ein Projekt zur Zähmung der Demokratie. Es gibt auch dieses bekannte Interventionsverbot. Der Staat soll nicht in den Markt intervenieren. Wenn man sich das jetzt genauer anschaut, dann könnte man folgendes Bild entwerfen. Ich mache das jetzt vielleicht noch ein bisschen größer. Kann man es lesen? Valentin. Ein bisschen größer würde nicht schaden. Das ist ein bisschen verschwommen, aber sonst geht es schon. Macht man das jetzt größer? Ich kann es nicht größer machen. So, super. Perfekt. Okay. Wenn man sich anschaut, welcher Konzept, Marktfundamentalismus ist mein Ausdruck, welcher Wirtschaftspolitik oder welcher politisches Konzept liegt dem Neoliberalismus zugrunde, dann könnte man sagen, es hat eine offizielle Seite und eine inoffizielle Seite. Die offizielle Seite ist die passive Seite. Die passive Seite ist dieser bekannte Spruch, es gibt keine Alternative, es gibt Sachzwänge, auch dieser Slogan von Standortpolitik, also wenn man sich überlegt, in den Reden von Politikern und Politikerinnen, auch in Aussagen von einzelnen Ökonomen, Ökonominnen, wofür Standortpolitik überall genutzt wird, das ist eine Catch-all-Phrase für alles. Den Standort müssen wir sichern. Ja, mit unserer Übersiedlung nach Koblenz sichern wir jetzt den Standort Koblenz. Es ist ein Interventionsverbot oder man könnte sagen, es ist eine Politik, die sich politisch hilflos macht und die so tut, als ob sie über keine Machtmittel verfügen würde. Und die Covid-19-Pandemie hat uns ja gezeigt, über welche Machtmittel der Staat verfügt. Für manche ist ja das ja viel zu viel, auch die Eingriffe in die Freiheitsrechte. Und diese Machtmittel haben immer bestanden. Das ist ja ein Regelwerk und dieses Regelwerk besteht. Das ist die offizielle Seite. Die inoffizielle Seite und die bei den neoliberalen Theoretikerinnen kann man ja nicht sagen, weil es gibt ja hauptsächlich nur Männer, die bei den neoliberalen Theoretikern diskutiert worden sind. Und zwar ganz, ganz deutlich ist auch eine aktive Seite. Es gibt auch sozusagen genau das Gegenteil. Und wenn man sich bestimmte Politikprogramme ansieht, dann sind sozusagen diese beiden Sachen immer dabei, nur redet man über die aktive Seite nicht. Die aktive Seite diskutiert Hayek zum Beispiel in der Verfassung der Freiheit. Wir haben ja gestern das Video gesehen, das Werbevideo, wo jemand dieses Buch sozusagen als Erleuchtungsbuch in die Kamera hält, ist einen Rahmen zu geben, den er hauptsächlich juristisch formuliert, die sogenannte Rule of Law, Handelsrechte, Vertragsrechte, und das konstituiert auch in seinem Demokratiekonzept einen übergeordneten Rahmen und in diesem Rahmen soll die Politik erst passieren. Aber es ist ganz klar in der neoliberalen Konzeption, dieser Rahmen muss ganz bewusst aktiv hergestellt werden. Der Ausgangspunkt des neoliberalen Projekts war die Gewissheit, die historische Gewissheit angesichts der Oktoberrevolution in der späteren Sowjetunion, ist der Liberalismus bedroht, die liberale Wirtschaftsordnung ist bedroht, der Kapitalismus ist bedroht. Es war auch eine Kritik des Manchester-Kapitalismus, der auf die Voraussetzungen des Kapitalismus nicht reflektiert hat. Und es war ganz klar, das neue Programm, das der Neoliberalismus formuliert hat, war eine neue Utopie und einen neuen Rahmen zu machen, ein Konzept eines neuen Rahmens, in dem dann eine bestimmte Form des Kapitalismus, also keine keynesianischer Kapitalismus, sondern eine bestimmte Form des Kapitalismus ablaufen soll. Wo man diese aktive Seite immer zeigen kann, ist in diesen ganzen Schocktherapien. Es gibt viele, viele Schocktherapien. Manche von ihnen haben ein gutes Ergebnis, manche haben ein schlechtes Ergebnis. Berühmt ist, ich möchte nur einen erwähnen, Schocktherapie von Jelzin. Zu Beginn 1992 gibt er in diesem neuen, nach der Auflösung der Sowjetunion, in dem neuen Gebilde Russland
gibt er alle Preise frei. Das heißt, es war ja, alle Preise waren irgendwie reguliert, alle Preise werden frei und das ist die Schocktherapie. Und so kann man dann die Marktkräfte schlagartig entwickeln. Und die aktive Seite ist auch, und das hat gestern auch Thomas Berger im Film angesprochen, dieses Marktkonzept kennt keine Grenzen. Das heißt, es werden die nichtmarktlichen Elemente der Gesellschaft systematisch zerstört oder, und als vierten Punkt könnte man dann hinschreiben, die Zerstörung der Lebensgrundlagen, der ökologischen Lebensgrundlagen der Menschheit. Und beide Prozesse, die aktive und die passive Seite, die immer sozusagen die Kehrseite der Medaille sind, beide Prozesse gemeinsam treiben eine Entwicklung der Gesellschaft voran, die man dann als ökonomisierte Gesellschaft begreifen könnte. Vierter Punkt, was hat das für die politische Fantasie zu tun? In diesem Konzept gibt es keinen Anlass für politische Eliten in Alternativen zu denken. Es gibt keine Alternative. Visionen, Utopien sind verpönt. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Was hier vergessen wird, ist Folgendes, dass der Neoliberalismus selbst eine Großutopie ist. Man könnte sagen, er ist die letzte verbliebene Großutopie. Wir leben in einer Großutopie und der Ausgang dieser Großutopie und ob die Menschheit diese Utopie überlebt, ist nicht sicher. In dieser Alternativlosigkeit versiegt eine Debatte über alternative Entwürfe. Es versiegt über strukturelle Probleme des Kapitalismus systematisch nachzudenken. Man erkennt wichtige Trends nicht, wo sich die Lage für Teile der Bevölkerung verändern. Diesen Prozess tragen konservative Parteien. Diesen Prozess tragen liberale Parteien, die in einem hohen Maße immer noch der Illusion aufsitzen, als ob der politische Liberalismus mit dem ökonomischen Liberalismus vereinbar wäre. Neoliberalismus ist ökonomischer Liberalismus, aber kein politischer Liberalismus. Es ist die Beschränkung des politischen Aktionsrahmens. Und letztlich ist, und das möchte ich auch ganz kurz sagen, letztlich hat diesen Prozess auch die Sozialdemokratie ergriffen und vermutlich war das der größte Erfolg des neoliberalen Denkens, dass die Sozialdemokraten auch eine spezifische Synthese mit dem neoliberalen Denken eingegangen sind. Natürlich eine andere Art von Synthese als die Konservativen, als wie die Liberalen, aber doch eine Synthese, der sogenannte dritte Weg. Die drei wichtigsten Personen sind Tony Blair, Premierminister 1997 bis 2001, Bill Clinton, US-Präsident von 1993 bis 2001 und Gerhard Schröder in Deutschland, Oktober 1998 bis November 2005. Die neoliberale Wende in Deutschland zeitgleich mit Thatcher und Reagan hat niemals stattgefunden. Helmut Kohl hat 1982 eine geistig-moralische Wende ausgerufen. Er hat auch vom Neoliberalismus geredet, aber er hat auch gesagt, wir brauchen eine Atempause in der Sozialpolitik. Aber das ist in Deutschland nicht passiert. Es hat sozusagen unter Kohl keine neoliberale Wende gegeben. Und das ist erst durch die Sozialdemokratie gekommen. Ich möchte jetzt dieses sozialdemokratische Konzept ganz kurz beschreiben, nicht um ein Bashing der Sozialdemokratie zu machen, das machen andere, sondern zu zeigen, wie weit dieses Denken fortgeschritten wurde. Der zentrale Punkt war die aktivierende Sozialpolitik.
Die aktivierende Sozialpolitik, die zur Agenda 2010 und Hartz IV geführt hat, heißt Folgendes im Kern. Die Politik ist nicht dazu da, Defizite im Wirtschaftssystem auszugleichen, sondern, und dafür Fantasie zu entfalten, sondern Defizite im Wirtschaftssystem wie niedrige Wachstumsraten, wie hohe Arbeitslosenraten sind Folge eines Defizits des Sozialstaates, und damit kehrt sich idealtypisch und pointiert gesprochen die Beziehung zwischen Bürger, Bürgerinnen und Staat um. Der Staat ist nicht mehr dazu da, den sozialen Rahmen zu geben, die sozial Schwachen zu schützen, sondern der Staat stellt Forderungen an die Arbeitskräfte. Ihr müsst euch in dieser ganz spezifischen Weise an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes, an die Erfordernisse der Wirtschaft anpassen. Die Sozialpolitik hat, wenn man das jetzt pointiert beschreibt, im idealtypisch, die Sozialpolitik hat damit keine übergeordneten Ziele mehr. In ihrem Bereich ist die Differenz zwischen dem Normativen und dem Faktischen aufgehoben. Eine politische Fantasie ist nicht mehr zu erkennen. Damit versiegt die politische Fantasie. Damit braucht man keine Zukunftsentwürfe mehr machen. Dazu, ich habe eine Politik der Unvermeidbarkeit. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder sagt, es ist ein selbstverschuldetes intellektuelles Trauma. Selbst der Schock 2008 hat das nicht beenden können. Und ein interessanter Befund war, dass die Politik nicht in der Lage war, die Krise 2008 der Bevölkerung zu agieren. Diese Krise der politischen Fantasie ist eine Krise der drei großen Richtungen. Sie hat dazu geführt, dass die Kernwerte, ihre Kernwerte, jede dieser Richtungen ist von Kernwerten dominiert, dass diese Kernwerte ausgehöhlt werden. Wenn Politiker, Politikerinnen von Freiheit, Sicherheit, Beständigkeit, Tradition, Gerechtigkeit, Selbstverwirklichung so etwas sprechen, sind das leere Phrasen geworden. Wir können sagen, es ist eine Krise der Repräsentation, die sich in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich manifestiert. Was ist der Ausweg? Der Ausweg ist das, was wir in einer gewissen Weise auf der Cusanos Hochschule versuchen, und der hat zwei Elemente. Erstens, es geht um ein neues Bild des Menschen, dem marktkonformen Menschen, Stichwort unternehmerisches Selbst, ein von außen geleiteter Mensch, über das haben wir auch gestern kurz gesprochen, ist das Konzept des Menschen als imaginatives Wesen gegenüberzustellen. Das können wir unterschiedlich fundieren, philosophisch. Wir können zum Beispiel auf den Imaginationsbegriff von Smith in der ökonomischen Theorie entwickeln. Wir können das als ein Konstitutivum des Menschen beschreiben. Und wenn das ein Konstitutivum ist, dann heißt es, ich kann die gesamte Lebenswelt und auch die Lebenswelt von Wirtschaft als imaginativ beschreiben. Das heißt, wir können letztlich ein Konzept eines imaginativen Kapitalismus beschreiben. Die Grundidee ist, viele oder fast alle wirtschaftlichen Vorgänge haben einen Zukunftsaspekt. Die Zukunft ist noch nicht da. Die Zukunft muss durch Simulationen, durch Zukunftsbilder irgendwie gebändigt werden. In diesem Rahmen könnten wir dann zum Beispiel diskutieren, wie die Börsen heute funktionieren, die sozusagen Zukunftsimaginationsinstrumente sind, welche Rolle jetzt zum Beispiel die amerikanische Zentralbank, der Federal Reserve System, übernommen hat. Wir könnten diskutieren die Werbebilder, eine Bilderflut ohne Reflexion über die Bilder und ohne die Reflexion der Imaginationskraft des Menschen. Die italienische Philosophin Chiara Bottici hat ein Buch geschrieben, Imaginal Politics, und sie schreibt im Vorwort, wie erklären wir das Paradoxon einer Welt voller Bilder ohne Vorstellungskraft? Das heißt,
wenn wir Wirtschaft als imaginativen Prozess beschreiben, dann gibt es, dann ist die Frage nicht, welche Imagination, sondern welche Art von Imagination. Haben wir eine implizite Imagination und wer macht imaginative Prozesse oder haben wir eine explizite Imagination? Das große theoretische Rätsel ist, zwischen Imagination und Strukturen theoretisch zu vermitteln oder auch über Reproduktion, das ist ja der Zentralbegriff in der klassischen politischen Ökonomie, nämlich in einer anderen Weise zu reden, die Reproduktion des Wirtschaftssystems braucht auch eine dauerhafte, bestimmte Art von Narration, von Geschichten zu erzählen, von Diskursen und auch die Hervorrufung bestimmter Bilder über das Wirtschaftssystem. Wenn diese Narrative, wenn diese Diskurse, wenn diese Bilder gebrochen wird, dann ist sozusagen der Raum frei für eine neue Art von Politik und genau das wird ja im Augenblick verhandelt. Es ist nicht die Gegenüberstellung von Realisten und Utopisten. Dieses neoliberale Regime ist eine Utopie, sondern die Frage ist, welche Art von Utopie? Es geht nicht darum, also ich komme jetzt zum Schluss, es geht auch nicht darum, über ein neues System zu reden. Ich denke, das ist sozusagen ein Scheinargument aus dem Neoliberalismus, der immer, wenn er argumentativ ansteht, sozusagen gleich die Sozialistenkarte zieht. Also wenn jemand zum Beispiel Strukturen kritisiert, wenn jemand sagt, diese wachsende Umverteilung in den Vermögen ist nicht mehr sozialverträglich, dann kommt sozusagen gleich immer der Vorwurf der Sozialistenkarte. Für mich ist, wenn Neoliberale diese Karte zücken, dann ist für mich sozusagen das Argument erledigt und würde sagen, das ist das letzte Argument, das sie noch haben können. Und damit haben sie schon verloren, weil sie sozusagen keine Gegenargumente. Das heißt, die politischen Implikationen kurz angedeutet werden so, also wie ich das jetzt sehe. Es geht nicht um den traditionellen Streit der politischen Parteien, es geht nicht um den traditionellen Streit von links und rechts und so weiter, sondern wir brauchen eine übergeordnete Ebene von Reflexion, in der wir von oben her das konservative Denken, das liberale Denken und das sozialdemokratische Denken gemeinsam beschreiben können. Von dieser übergeordneten Ebene sollen wir ein Systembild des Kapitalismus entwerfen, wo es nicht nur um die ökologische Frage geht, sondern auch um viele, viele andere Fragen, auch zum Beispiel um die soziale Frage. Diese verschiedenen Probleme sollen wir als ein Problem zusammendenken, weil es ist das gleiche System mit den gleichen Regeln, mit der gleichen Governance, mit den gleichen politischen Eliten, mit den gleichen wirtschaftlichen Eliten. Wir bräuchten auf dieser übergeordneten Ebene einen neuen Freiheitsbegriff, nämlich den Begriff einer imaginativen Freiheit, die Freiheit, über das System nachzudenken, über neue Lebensentwürfe, über neue Gesellschaftsordnungen. Dieser neue Freiheitsbegriff richtet sich an alle Menschen, nicht nur an die imaginativen Großprojekte von Silicon Valley oder diese Fantasien, den Mars zu erobern und so weiter. Wir brauchen auch auf dieser übergeordneten Ebene, der letzte Gedanke, ein integratives Denken, politische Bündnisse auch mit Teilen der Wirtschaft, um einen Minimalkonsens zu realisieren. Und der Minimalkonsens müsste sein, es gelingt uns noch, die schlimmsten Aspekte der ökologischen Gefährdung abzuwenden und eine Abhilfe zu machen. Ich mache als letztes, Bildschirm freigeben, als letztes noch eine Werbedurchsage. Müssen wir kleiner machen. Jupp, warte mal. Das ist das neue Buch, das jetzt in einem Monat herauskommt. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören.